Quick Tipp, wie geht es nach dem Tutorial weiter? Also, ihr absolviert das Tutorial hier direkt an dem Waldsee und stippt hier euren ersten kleinen Fisch. Dann natürlich schnell nochmal eben hier hinters Haus gehen. Und hier seht ihr auch schon, da steht nochmal ein Ersatzset mitnehmen. Da empfiehlt es sich nochmal das Posenangel-Set zu holen. Einmal Y drücken. Das kann man hier alle 24 Stunden sich nachholen. Und danach geht es weiter. Zack, einmal Escape drücken. Und dann hier oben drauf. Dann hat man hier diese Übersicht der verschiedenen Gewässer. Ihr habt am Anfang hier die ersten drei frei. Und alte Festung kommt dann erst ab Level 12 und so weiter. Aber dann geht es ja weiter, dass man zum Moskitosee reisen soll. Und dann hier angekommen, müssen wir natürlich dem Tutorial erstmal folgen. Und wenn ihr das absolviert habt, werdet ihr gefragt, wollt ihr mit dem Spinning-Tutorial weitermachen? Ja! Direkt weitermachen. Direkt weitermachen mit dem Spinning-Tutorial. Das ist zwar ganz schön hier und gut hier. Und man kann hier auch vernünftig angeln. Beziehungsweise ganz wichtig natürlich gerade am Anfang immer gucken, welche Kaffeeaufträge kann man hier machen. Und da sind gerade hier am Moskitosee die Giebelaufträge, die Karauschen- und Barschaufträge, Güsteraufträge, Kaulbarschaufträge. Das sind hier die wichtigsten. Wenn ihr diese Aufträge hier drinne seht, schön den Kescher voll machen und immer gucken, welchen dieser Aufträge könnt ihr hier absolvieren, damit ihr euch schön das Bonus-Silber hier alles mitnehmt. Diese großen Aufträge einfach nicht beachten. Sehr unwahrscheinlich, dass ihr überhaupt solche Fische hier fangt. Mit Glück geht nochmal eine Schleie rein. Aber diese hier mit einem einfachen Regenwurm in der Nacht auf dem Kaulbarsch. Am Tag gehen dann mal die Barsche rein. 5 Stück mit 50 Gramm. Die sind unmaßig, die haben nicht mal einen Haken dran. Das heißt also, im Fischmarkt bekommt ihr quasi kein Silber dafür. Hier bekommt ihr 10 Silber für 5 olle unmaßige Barsche. Das ist sensationell. Also, ab zum Windenbach und schnell das Spinning-Tutorial absolvieren. So, und dann ist man hier ja am Windenbach angekommen, wird hier vorne hingelotst und dann soll man in diesem Bereich hier vorne den Köder auswerfen. Dann fängt man einen fetten Barsch, hat einen schönen Drill schon mal. Und wenn man den gelandet hat, ja, dann ist es immer noch die große Frage. Bei mir war es beim letzten Start mitten in der Nacht und danach ging im Spinning-Bereich gar nichts. Spinning funktioniert gerade halt mit dem Spinner hauptsächlich am Tag, speziell auch hier an dem Gewässer. Und von daher ist dann hier natürlich ein bisschen mau. Was macht man also? Man bleibt am besten trotz allem hier und probiert mit der Stippe hier an dem Gewässer Haseln und Lauben zu stippen. Und so eine Stippe schauen wir uns mal an. Wir haben uns ja gerade vom Waldsee diese Bambusroute geholt. Wenn man jetzt hier diese Ersatzroute sich mal anschaut, dann sehen wir natürlich, dass diese Route hier sehr wenig Tragfähigkeit hat. Also, wir haben hier eine Tragfähigkeit von gerade mal 3,8 Kilo. Das ist wirklich wenig. Wir haben hier diese alte Angelschnur. Die muss man natürlich nicht verwenden, gehört allerdings dazu. Dann gibt es hier diesen ollen Federkiel. Gar nicht schlecht, das Ding. Immer mal wieder mitnehmen, das Ding. Weil man diese einfachen Federkiele eben wirklich ganz gut verwenden kann zum Lauben und Haselstippen. Und das machen wir dann hier gleich. Vorfach kann man noch nicht verwenden, aber man kann sich eben kleine Haken schon mal holen. Standardmäßig hat man am Anfang, glaube ich, hier diesen Haken. Der sollte ein Starthaken sein. Man bekommt gratis diesen ollen rostigen Haken. Das ist also wirklich, wirklich die in der schlimmsten Not. Und dann klatscht man hier, ja, ich glaube immer in der schlimmsten Not
hat man wirklich gar keine Kohle mehr. Da nimmt man alles, was man gerade noch hat an Ködern. Da ist es auch wurscht, da hält man einfach irgendwas rein. Ich glaube, da würde ich dann eher noch am Moskitosee wieder angeln. Im Idealfall habt ihr aber schon vielleicht ein bisschen Kohle gestippt oder ihr habt ja am Anfang auch das Weißbrot und den Regenwurm, den kann man natürlich reinhalten. Oder man gönnt sich irgendwann die Kaster und mit den Kastern geht man dann hier hin mit der kleinen Rute, mit der Stippe hier und auf Plus und Minus stellt man dann hier, ich sag mal so, auf, ja, nehmen wir mal so 40 cm, 35 bis 50 kann man auch wählen. Und dann wirft man hier aus. Ich werfe immer so drei Viertel, halb bis drei Viertel aus. Nicht ganz maximal, damit man noch so ein bisschen Spiel hier hat. Und dann achtet man halt jetzt schön darauf, ob die Pose gleich runter geht. Ich bin jetzt sehr gespannt mit diesem wirklich basic, mit diesem wirklich schlechten Set hier, wie das funktioniert. Das habe ich schon lange nicht mehr probiert. Und da ist auch schon die Schnur zu Ende. Das heißt, da müssen wir direkt nochmal wieder auswerfen. Mal bis hier vorne hin. Die Schnur immer so ein bisschen hier auf Spannung halten. Nicht zu locker lassen, sondern immer schön mitführen. Und dann die ganze Zeit darauf achten, dass man hier oder wann da was dran rumzuppelt, ob da was dran rumzuppelt. Dass dann da im Idealfall halt hier so eine Hasel reingeht. Das wäre halt schön. Guck mal, da zuppelt schon was los. Zack. Und dann anschlagen, linke Maustaste hoch. Und da ist sie, die erste kleine Hasel. Jetzt in dem Fall noch unmaßig gewesen. Aber das hier, ja, das macht halt Sinn. Man startet ja schon mit einer etwas besseren Stippe. Ne? Also auch mit der etwas besseren Stippe genau das gleiche Spiel einfach machen. Mit der kommt man sogar ein bisschen weiter raus. Die ist ein bisschen länger. Und dann stippt man hier am Anfang sich die ersten Fische. Gönnt sich, sobald es auch irgendwie geht, die nächsten Köder. Ah, guck mal, was geht da dran? Vielleicht ein Rotauge. Das zuppelt jetzt so mehrfach. Ja, könnte ein Rotauge werden. Ne, nicht gehakt. Also, man gönnt sich dann die nächsten Köder. Wie gesagt, im Idealfall hier sowas wie Kaster. Je nachdem, wann du jetzt das Video schaust, vielleicht einfach auch mal unterm Video gucken. Da ist der Link zu unserem Discord. Da einfach anmelden im Discord und da mal schauen, wo wieder aktuelle Spots sind für Haseln, für Lauben und dann hier Gas geben, Haseln und Lauben stippen. Wir haben zuletzt mit ein paar Leuten hier auch frische Accounts gehabt, frisch angefangen und lecko funny, wie schnell hier die ganzen Profi-Lümmels gewusst wie und gewusst wo, wie schnell die hier gelevelt haben, ihre Fische rausgezogen haben, ihre Lauben und Haseln gestippt haben und in Windeseile schon Level 10 waren. Abgefahren. Sehr, sehr wild. Und dann natürlich auch hier immer gucken, welche Aufträge sind im Café. Gleiches wie am Moskitosee zählt natürlich auch für den Windenbach. Ihr seht das hier. Rotaugen, unmaßig. Also dieses eine Rotauge im normalen Fischmarkt bringt es 0,04 Silber, quasi nichts. Und hier im Café 4 Stück davon 6 Silber. Also lohnt sich. In der Nacht gehen auch mal die Schläfergrundeln auf dem Regenwurm oder auch mal die Muscheln dran. Gründlinge, da, die könnt ihr auch mit der Stippe fangen, da müsst ihr den Köder einfach ein bisschen tiefer präsentieren. Vielleicht mal so auf 60 cm probieren, 70 cm. Barsche gehen auch gerne mal dran, Kaulbarsche gehen auch gerne mal dran. Gerade auch in der Nacht auf dem Regenwurm. Also ihr seht, auch hier gibt es wieder ganz viele Fische oder eben auch so Muscheln, die man erfolgreich hier rausziehen kann. Relativ einfach. Dann gibt es aber auch hier wiederum Fische, die hier drinnen stehen. Da könnt ihr einfach mal die Finger von lassen. Gerade im Starterbereich. Lasst euch nicht irritieren. Glaubt nicht, dass ihr diese Fische fangen müsst. Beziehungsweise höchstwahrscheinlich auch gar nicht könnt. Denn diese Fische, gerade, jetzt guckt euch das an, zweimal einen Hecht mit 7,5 Kilo zu fangen,
ist wahnsinnig schwierig. Es ist schon schwierig, an einem klassischen Hechtgewässer so einen Fisch zu fangen. Das dauert schon eine gewisse Zeit. Und das dann hier an diesem Gewässer sehr, sehr schwer. Auch so dicke, fette Döbel. Ja, das kann man ein bisschen später dann mit dem ersten Grundset, da kann man das mal versuchen. Wir hatten jetzt zuletzt noch einen aktuellen Spot im Discord gepostet bekommen von der Spot-Such-Community. Die haben gesagt, hier vorne schön auf Döbel. Wenn man sich hier hinstellt, zack, gegenüber hier an diesem Baumstamm werfen. So 22, 23 Meter waren das, glaube ich. Und dann auf Grashüpfer. Genau, mit dem Grashüpfer, Viererhaken, zack, da drüben hin. Da ballern tatsächlich auch die Döbel rein. Also, das kann man natürlich später dann machen. Aber als erstes, wie gesagt, hier beziehungsweise auch hier in diesem Bereich die Haseln stippen. Wenn ihr die Haseln habt und ihr habt dreimal im Idealfall dreimal 149 Silber, also 447 Silber zusammen. Dann gönnt ihr euch hier das Set, und zwar hier das Feeder-Set Start. Da ist alles fix und fertig drin. Das Set baut ihr so zusammen wie vorgegeben und dann könnt ihr damit loslegen mit dem Grundangeln. Kauft euch hier bei den Naturködern zwischendurch, also entweder dieses Set, diese Box, lohnt sich auch richtig. Da sind verschiedenste Köder drin. Oder wenn vorhanden, Mistwürmer, wobei da muss man häufig halt ordentlich sparen, dass man halt hier dieses große Päckchen sich holt, weil die kleinen 30er Päckchen sind in der Regel ausverkauft. Ist ein bisschen teuer, aber wenn ihr da die ersten 100 Silber zusammen habt, zack, rausballern. Bis wenn ihr die 300 Mistwürmer verballert habt, habt ihr aus den 100 Silbern, na, ich sag mal, bestimmt 400 Silber gemacht. Sollte mit 400 Silber sollte das ungefähr hinkommen. Dann natürlich nicht vergessen, sowohl am Moskitosee als auch hier am Windenbach immer wieder die Feldküche verwenden. Das heißt, wenn euer Wanst gerade leer ist, ihr habt kein Essen, dann hier ab zur Feldküche kann man auch alle 24 Stunden gehen. Ihr seht, es schießt wieder hoch. Zap, 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 zap. Wenn der Magen voll ist, dann geht auch eure Energieleiste oben drüber wieder schön hoch und dementsprechend bessere Laune habt ihr dann auch und alles und ihr seid da schön erfolgreich dann mit am Angeln. Das ist immer ganz gut im Blick zu behalten. Wenn ihr das nicht habt, es ist nicht katastrophal, wenn ihr mal 3, 4, 5 Tage lang gar nichts gegessen habt. Ich habe auch wochenlang schon mal nichts gegessen. Schadet nicht, gerade als Anfänger ist das nicht ganz so kritisch. Ist also nicht lebenswichtig. Man kann auch einfach so angeln. Und ich sag mal, es ist schon praktisch, wenn man gegessen hat und man hat sich dann nochmal eine Schaufel gegönnt. Und zwar hier hinten am Werkzeugladen. Hier gibt es ja die Schaufel für 38 Silber. Die kann man natürlich verwenden und zwischendurch noch ein paar Regenwürmer rausbuddeln. Gleichzeitig skillt man dann auch hier die Köderbeschaffung. Also das lohnt sich schon und man kann die Regenwürmer auch gleichzeitig hier wieder mit verangeln. So, das sind so die Basics, damit geht es los. Also, nach dem Tutorial, nach dem Spinning-Tutorial, hier bleiben am Windenbach, stippen, 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 was das Zeug hält, mit dem ersten gestippten Geld sich die Grundruten holen, mit dem ersten Geld, was man dann daraus verdient, sich Mistwürmer leisten, weil Mistwürmer essentiell sind hier auch am Windenbach und dann speziell hier oben in diesem Bereich vielleicht angeln gehen. Hier ist eine gute Stelle, hier neben ist eine gute Stelle, hier ist eine gute Stelle. Also hier gibt es verschiedene Bereiche. Wie gesagt, die aktuellen Spots einfach unten auf dem Link vom Discord euch raussuchen und da nach dem Spots auf dem Windenbach gucken. Und da, wie gesagt, dann rausziehen die Brocken. Damit macht ihr dann auch nochmal richtig gut Kohle. Ja, und dann das große Ziel eben bis Level 2022, 6 bis 8.000 Silber sollte man vielleicht schon zusammen haben. Also schön sparsam sein, nicht so viel Blödsinn kaufen und ja,
einfach die wichtigsten Sachen nur kaufen. Was das Wichtigste ist, dazu gibt es schon einige Tutorials. Einfach da nochmal reinschauen. Ich würde sagen, zieht raus die Brocken. Petri, viel Spaß in dem Game. Und wenn dir das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. In der Regel täglich ab 19 Uhr. Bis dahin.